Mit den Power Toys bietet Microsoft eine Sammlung verschiedener Werkzeuge an, die das Leben mit Windows etwas einfacher machen sollen. In diesem Video gehen wir alle Werkzeuge einmal durch und ich erkläre dir, wie du deinen Windows-Alltag damit einfacher gestalten kannst. Für jedes Programm gibt es übrigens auch eine Sprungmarke, du kannst also direkt zu einem der Programme springen. Los geht's nach dem Intro. Was sind die Powertoys überhaupt und wie bekomme ich die? GitHub ist ja mittlerweile ein Teil von Microsoft und deshalb wenig überraschend findet man die Powertoys auch auf GitHub. Den Link packe ich dir natürlich in die Videobeschreibung und auf der rechten Seite findet man die veröffentlichten Versionen. Aktuell für dieses Video ist Version 0.4.3 und ja hier vor 18 Tagen eben veröffentlicht. Wenn ich jetzt hier ein bisschen runterscrolle, dann gibt es hier unter diesem Eintrag eben das Setup für 64-Bit. Ich meine auch, dass die für 32-Bit gar nichts mehr rausbringen, sollte aber kein Problem sein, da dein PC wahrscheinlich ohnehin auf 64-Bit läuft. Wenn nicht, wäre es eine Überlegung, da mal was dran zu ändern. Mit 32-Bit kann ich keine 4 GB Arbeitsspeicher zum Beispiel ansprechen. Gut, ich will jetzt aber nicht vom Thema abschweifen, zurück zu den Powertoys. Die habe ich jetzt hier einmal geöffnet und wie ich ja schon gesagt habe, das ist eine Sammlung verschiedener Programme. Hier im allgemeinen Feld finde ich erstmal so ein paar generelle Einstellungen, kann auf Updates prüfen, kann sagen hier beim Starten ausführen, das ist zum Beispiel für einzelne der Programme recht sinnvoll das zu tun. Ja, das ist jetzt alles nicht so wild, wir schauen uns jetzt mal die einzelnen Programme an. Fangen wir von oben an und zwar Awake. Du kennst das bestimmt, wenn du mit VLC Media Player einen Film schaust, dann wird in dieser Zeit, in der du den schaust, ich meine sogar bei YouTube wäre das ähnlich, der PC davon abgehalten, in den Standby-Modus zu gehen. Das Programm, der VLC Media Player in dem Fall, kann ein Signal an deinen PC senden, dass eben jetzt hier Aktivität ist und der Standby-Modus verzögert wird. Das gleiche kann das Programm Awake machen, ohne dass es jetzt an VLC Media Player gebunden ist, das war nur ein Beispiel. Awake macht aber den gleichen Prozess, das kann verhindern, dass dein PC in den Standby-Modus geht oder der Bildschirm abgeschaltet wird. Kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel irgendwas liest oder irgendwie den PC anhaben möchte, immer wieder drauf schaut, ob sich irgendwo was aktualisiert hat und nicht ständig die Maus bewegen will, um diesen Standby-Modus herauszuzögern. Hier unten habe ich dann diese Kaffeetasse, wenn ich hier Awake aktiviert habe, also das muss ich schon aktiviert haben. Jetzt habe ich hier keine Kaffeetasse mehr, jetzt habe ich die Kaffeetasse wieder. Und hier gibt es dann verschiedene Modi, in dem Fall ist es erstmal aus. Ich kann aber auch einfach sagen, keep Awake indefinitely, dann würde der zum Beispiel dauerhaft den Bildschirm anhalten. Das kann ich aber auch ausschalten und kann das Ganze einfach nur für eine bestimmte Zeit einschalten. Also das hält den PC dann davon ab, dass er in den Standby-Modus fährt oder den Bildschirm eben abschaltet. Kommen wir zum nächsten Programm und zwar dem Farbwähler. Das ist jetzt zugegeben wahrscheinlich nicht für alle Windows-Nutzer interessant, aber für diejenigen, die zum Beispiel mit Grafikbearbeitung arbeiten oder eine WordPress-Seite administrieren, für die könnte das durchaus interessant sein. Schalten wir den mal ein und schauen wir mal, was wir damit machen können. Wichtig ist jetzt die Tastenkombination einmal zu benutzen, das ist Win, Shift und C. Und jetzt kommt hier der Farbwähler neben meiner Maus. Was macht er? Jetzt kann ich über den Bildschirm fahren und kann jetzt eine Farbe quasi markieren oder auf die zeigen und dann bekomme ich den entsprechenden Hexadezimalcode hier gezeigt. Also ich kann hier über dieses Grau gehen, über dieses Blau gehen oder hier hinten habe ich noch ein paar andere quietschige Farben. Ich nehme mal das Lila hier und jetzt, wenn ich die Farbe habe, drücke ich einmal Enter und jetzt öffnet sich eben so eine Art Editor würde ich das mal nennen und hier bekomme ich jetzt die Farbwerte nochmal angezeigt. Ja, ist ja schön Farbwerte zu kennen, aber für was brauche ich die? Gehen wir dazu doch einfach mal in Paint. Wenn ich jetzt also eine bestimmte Farbe malen will oder als Hintergrund haben will in Photoshop oder, dann kann ich hier ganz genau den richtigen Farbcode auswählen. Dazu gehe ich in Paint zum Beispiel einfach mal auf Palette bearbeiten und diese drei Nummern brauche ich hier. Zum Beispiel 150, 91 und 222 und siehe da, jetzt habe ich hier genau diese Farbe eben ausgewählt. Jetzt kann ich hier sagen, Farbe wollte ich eigentlich hinzufügen, also nochmal 150, 91 und 222.
sage ich hier Farbe hinzufügen in dieses Feld, sage okay und sehe jetzt hier oben in meiner Palette, dass es diese Farbe gibt und kann mit der einfach hier rummalen. Wenn man jetzt das natürlich professioneller macht, dann malt man dann nichts, sondern dann wird das zum Beispiel eine Hintergrundfarbe oder. Da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das vereinfacht das Ganze ein bisschen. Bei mir war das die ganze Zeit so, wenn ich eine genaue Farbe wissen wollte, dann musste ich entweder diese Grafik irgendwo öffnen und dann in dem Programm mir eben mit einer Pipette anzeigen lassen, welche Farbe das ist. Oder ich musste erstmal einen Screenshot machen, das dann wiederum in einem Programm öffnen und das anzeigen lassen. Also zum Beispiel kann ich jetzt hier in Paint einfach hier auch diese Pipette nehmen und kann innerhalb von Paint jetzt mir diese Farben auswählen. Kann man jetzt hier oben sehen, jetzt ist diese Farbe hier ausgewählt, aber selbst da sind dann halt doch noch ein paar Klicks notwendig oder es geht vielleicht sogar gar nicht, dass ich mir diesen Hexadezimalcode anzeigen lasse. Also hier auf jeden Fall eine Verbesserung für alle, die dieses Feature eben brauchen. Ein weiteres Feature der PowerToys, das ich hier mal hervorheben möchte, sind die Fancy Zones. Wahrscheinlich ist das aber ein Feature, das nur bei großen Bildschirmen zum Tragen kommt. Wenn ich jetzt so meinen Standardmonitor habe, wie hier zum Beispiel die Full HD Auflösung, dann reichen mir, also mir persönlich zumindest, die Einstellungen, die Windows mitbringt. Was meine ich damit? Naja, ich habe ja Zonen, ich kann das zum Beispiel nach links ziehen, das sieht man hier, oder nach rechts. Und dann dockt sich das hier an. Jetzt kann ich noch was auswählen, was auf der anderen Seite sein soll, zum Beispiel der Firefox. So kann ich zwei Fenster nebeneinander stellen. Viel kleiner kann ich die jetzt auch gar nicht machen in meinem Fall. Wenn ich den noch kleiner ziehe, ist irgendwann eine Grenze erreicht. Und man sieht auch jetzt bei Windows 11 geht das Ganze etwas dynamischer. Da wird das einfach mitgezogen, das andere Fenster. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Windows 10 schon gab, aber auf jeden Fall kann ich hier schon so ein bisschen priorisieren, was jetzt das wichtigere Fenster ist. Deshalb, ja, meine Meinung, braucht man das nicht mehr so sehr bei Windows 11. Bei größeren Bildschirmen wiederum kann das anders sein und das liegt daran, dass ich hier vielleicht mehr als eine Zone haben möchte. Ich kann hier mal den Layout-Editor starten und da sieht man schon, dass es da eben ganz verschiedene Optionen gibt, Dinge anzuordnen. Interessant finde ich zum Beispiel das Prioritätenraster. Und das funktioniert eigentlich auch ganz simpel. Ich mache das mal klein hier. Und wenn ich jetzt ein Fenster habe, das ich da anordnen will, dann drücke ich jetzt einfach Shift und packe das Fenster hier oben und sehe jetzt hier meine drei Zonen. Und ob man wirklich richtig steht, sieht man, ob das Licht angeht. Und jetzt kann ich die hier einordnen. Also den Firefox nehme ich mal in die große Zone, zum Beispiel in die Mitte. Und rechts dann nochmal irgendwas anderes. So, sieht jetzt hier blöd aus zugegebenermaßen, denn ich bin ja jetzt hier auf einem relativ kleinen Bildschirm. Wenn ich jetzt aber ein Widescreen habe, dann ist das natürlich ein deutlich sinnvolleres Feature. Und ich habe natürlich die Option, eigene Layouts auch noch hier zu erstellen. Das sind jetzt einfach nur die vorgegebenen, kann man auch noch solche Ränder definieren und. Also sehr nützlich, wenn man seine Effektivität auf einem großen Bildschirm verbessern möchte. Kommen wir zu den Datei Explorer Add-ons und das ist so ein bisschen was ganz Spezielles. Es geht hier um Miniaturansichten für SVG und MD-Dateien. Ja, SVG-Dateien sind Vektordateien, kann man gerade mal hier als Administrator starten. Dann kann ich diese Optionen auch mal aktivieren und deaktivieren. Ja, im Prinzip habe ich halt einen Vorschaubereich, dann kann ich mal hier groß klicken. Und kann mir dann eben Sachen anzeigen lassen, die mir Windows im Standard halt sonst nicht anzeigen würde. Das ist halt auch nur für die interessant, die mit solchen Dateien arbeiten. Und die können dann im Explorer schon das ein Vorschaubild sehen und kriegen auch ein kleines Vorschaufenster. Also für mich ist das nicht relevant, weil ich mit so Dateien sehr, sehr selten arbeite. Ja, aber geht hier einfach. Interessanter ist das Programm Bildgrößenänderung. Wenn man mit einer Digitalkamera Fotos macht, dann sind die meistens in einem Format, das sehr hoch aufgelöst ist. Allerdings braucht man so hoch aufgelöste Bilder in der Regel super selten. Deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, so ein Bild, wenn man es zum Beispiel verschickt oder auf eine Website stellt, kleiner zu machen. Jetzt habe ich mal hier ein Beispiel. Hier habe ich mir jetzt ein Bild aus dem Internet runtergeladen von Pixabay und das hat eine relativ hohe Auflösung und das möchte ich jetzt ändern. Normalerweise bräuchte ich jetzt irgendein extra Programm, das das für mich erledigt. In dem Fall, wenn ich die PowerToys installiert habe, reicht eben ein Rechtsklick und hier kann ich dann einfach sagen, Größe von Bilder ändern. Und jetzt gibt es solche vordefinierten Templates, das kann ich einfach entweder auswählen oder ich nehme hier einfach benutzerdefiniert, lege selber was fest
Oder andere Option, ich erstelle noch ein Template. Ja, wenn ich so eine Standardgröße habe, auf die ich das immer ändern will, ja, dann kann ich das nehmen. So, ich nehme jetzt hier mal groß zum Beispiel und klicke auf OK oder auf Größe ändern. Und dann schauen wir, was passiert. Jetzt wird nebendran das Bild gelegt, das verkleinert wurde. Und ich sehe schon an der Dateigröße, ja, dass die deutlich kleiner geworden ist und sich das Bild jetzt viel besser zum Verschicken eignet. Das nächste Programm ist der Tastaturmanager. Und erst habe ich mir gedacht, das ist ja totaler Quatsch. Aber naja, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Also ich kann Tasten neu zuordnen. Also ich kann einfach zum Beispiel ich gehe jetzt mal auf A, mache ich OK. Und was soll denn passieren, wenn ich A tippe? Dann soll ein D erscheinen. So, ich drücke hier A und es kommt D. Und wenn ich D drücke, kommt auch D. Also jetzt habe ich einfach meine Tastatur manipuliert. Das Ganze lösche ich natürlich, weil, naja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendeinen Anwendungszweck, den ich hier übersehe. Aber auf jeden Fall kann man hier einfach das Mapping der Tasten ändern. Was aber interessanter ist, ist das Tastenkombinationen neu zuordnen. Hier oben ist auch erklärt, wie das funktioniert. Man kann halt einfach Shortcuts, zum Beispiel das Kopieren von irgendwelchen Sachen, ändern. Also ich kann jetzt kopieren mit Windows C statt mit Ctrl C. Vielleicht kommt jemand von einem Apple PC oder so und ist da was anderes gewohnt und möchte dann diese Tastenkombination weiter benutzen. Der kann das damit tun. Das finde ich durchaus sinnvoll. Nächstes Tool, Power Rename. Ja, Power Rename ist so eine Sache. Schade, dass das nicht sowieso in Windows integriert ist. Habe ich oft benutzt, solche Features. Hatte immer andere Programme dafür. Mit Power Rename ist es aber auch sehr einfach. Ich kann hier zum Beispiel zwei Dateien markieren, lass mir hier wieder alles anzeigen und gehe auf Power Rename. Jetzt habe ich die Möglichkeit, in den Dateien nach Seagull zu suchen und ersetze das dann durch Ocean zum Beispiel. So. Und dann sage ich umbenennen und dann habe ich diese zwei Dateien, die ich hier markiert habe, direkt umbenannt. Das ist vor allem dann interessant, wenn man einfach große Bildersammlungen hat zum Beispiel und möchte alle Bilder umbenennen. Nächstes Tool, PowerToys Run, und das ist auch recht interessant, denn wenn ich Windows benutze, dann brauche ich immer die Windows-Taste und gebe dann ein Programm ein, das ich starten möchte. Nehmen wir mal Paint zum Beispiel, dann gebe ich hier Paint ein und dann kann ich Paint starten. Das geht auch in ein bisschen eleganter hier jetzt, nämlich wenn ich Alt und Space drücke, dann bekomme ich hier direkt das Suchfeld und kann hier Paint eingeben und mit Enter direkt starten. Also auch eine kleine Erleichterung und ein ganz witziges Feature. Natürlich kann ich das auch je nach Bedarf aktivieren und deaktivieren. Und auch ganz witzig, die Tastenkombinationsübersicht. Und zwar steht hier, wie ich die aufrufen kann. Was hier ein bisschen verwirrend ist, das sind alles Tastenkombinationen, die in Zusammenhang mit der Windows-Taste gedrückt werden. Also wenn ich zum Beispiel Windows und A drücke, dann kommt das Action Center. Viel spannender finde ich aber diese Funktion mit dem Virtual Desktop. Das sind alles so Tastenkombinationen, die habe ich noch nicht in meinem motorischen Gedächtnis. Und dafür ist es ganz praktisch, sich die hier nochmal anzeigen zu lassen. Natürlich funktionieren die auch alle ohne dieses Programm, aber damit bekomme ich die nochmal mit einer Tastenkombination eben schnell angezeigt, falls ich die vergessen habe. Zum Beispiel kann ich jetzt einfach mal Windows, Ctrl und D drücken, dann bekomme ich ein neues leeres virtuelles Desktop. Und wenn ich jetzt Windows, Ctrl und Pfeiltasten drücke, dann kann ich einfach zwischen den ganzen Desktops, die ich mir geöffnet habe, ganz schnell hin und her wechseln. Also das ist nur eine Merkhilfe, das bringt jetzt keine neuen Tastenkombinationen mit, das ist nur die Übersicht. An der Stelle danke ich dir fürs Zuschauen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit den PowerToys.